Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. .000 Fans pilgerten am ersten Spieltag in der dritten Liga an den Betzenberg, um ihren FCK zum Saisonauftakt zu sehen gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Unter ihnen auch der neue Investor Flavio Becker, der ja unter anderem Yannick Bachmann mitfinanziert hatte. Aber er sah erstmal schwungvolle Hachinger zum Auftakt. 14. Minute. Dombrovka mit dem Riesending auf dem rechten Fuß. Aber Lennart Grill beweist gleich früh seine ganze Klasse. Dombrovka lässt das Schad klug aussteigen. Aber der 20-jährige Keeper auf dem Posten. 5 Minuten später der FCK mit Herrcher. Es ist Florian Pick. Sickinger steckt clever durch. Wieder auf Pick. Der steht frei vom Mantel und er lässt sich diese Chance nicht entgehen. 1:0 für die Gastgeber nach diesem herrlichen Spielzug. Haching bekommt keinen Zugriff in Person von Alexander Winkler und Markus Schwabe. Und da war es passiert. Der Rückstand für die Münchner Vorstädter. Haching aber weiter am Drücker, versuchte Lautern in der eigenen Hälfte einzuschnüren, bis zu diesem Fehler von Lukas Hufnagel. Wieder Sickinger und dann ist es Thiele zum ersten und zum zweiten, aber diesmal Nico Mantel, der 19-Jährige auf dem Posten, nachdem Hufnagel da leichtfertig die Kugel verloren hatte, macht er das im Nachfassen auch richtig stark. Wir sind bereits in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Sascha Bigalke mit diesem Freistoß an die Latte. Eine von etlichen Möglichkeiten für die Spielvereinigung in den ersten 45 Minuten. Die Jungs um Sascha Bigalke hatten sich prächtig präsentiert mit viel Aufarbeit, aber sich nicht dafür belohnt. Gesprächsstoff auch für den Investor auf der Tribüne. Der zweite Durchgang ging erstmal so weiter, wie der erste aufgehört hatte. Bigalke auf Marseiler. Der auf Hufnagel und der holt sich diesen schier aussichtslosen Ball und markiert in der 50. Minute den 1:1 Ausgleich. Und da werden wir es gleich sehen. Erst die Hacke von Marseiler. Dann bekommt Scholz, der Junge, der den Vorzug vor Arno bekommen hat, den Ball nicht weg. Und Hufnagel ganz giftig, ganz gallig zum Ausgleich. Danach Haching meist im eigenen 16. Es gab eine Ansage von Klaus Schromm und tatsächlich, es wurde besser zum Ende hin und sie hatten noch eine Chance. 83. Minute, Freistoß. Heinrich legt ab auf Krieger und der steckt durch auf den eingewechselten Schimmer. Völlig frei vor Grill, aber der mit seiner ganzen Klasse verhindert das 1:2 am Ende unentschieden in diesem Spiel. Vor allem in der ersten Halbzeit, da ist einfach viel mehr drin. Da müssen wir deutlich in Führung gehen, dann kriegen wir so ein Tor, wo wir einfach blöd ausschauen und ja, im Endeffekt nehmen wir es mit. In Lautern ist okay, aber zufrieden bin ich zufrieden nicht. Wir hätten besser spielen können, haben 1:0 geführt, haben es dann in der zweiten Halbzeit zu schnell aus der Hand gegeben, das 1:0. Haben dann mehr Ballbesitz, unnötige Fehler gemacht im Spielaufbau. Waren nicht zufrieden mit der Partie. Also am Ende unzufriedene Gesichter auf beiden Seiten. Für Haching wäre aufgrund der ersten Halbzeit durchaus mehr drin gewesen. Und der erste FC Kaiserslautern, das hat man gesehen, hat noch deutlich Luft nach oben.